Ich heiße Carl Bellmer und ich komme aus Wauwatosa East High School. Ich habe zwei Freunde, die in meiner deutschen Klasse sind. Sie heißen Kyle Mabey und Quinn Beaupre. Unsere Lehrerin ist Frau Tuinstra. Ich habe dieses neues Buch gefunden bei Barnes & Noble. Es heißt Struwwelpeter. Und es ist sehr alt, aber es ist lustig und es hat viele, viele gute Geschichten. Ich will eins zu dir lesen, aber sie sind alle so gut. Ich weiß nicht, welche Geschichte ich soll lesen. Ich habe eine Idee. Ich werde ein Quarter flippen. Kopf, ich werde die Geschichte vom Zappa Philipp lesen. Und Zahl, ich werde die Geschichte vom Hans Guch in die Luft lesen. Zahl, ich werde die Geschichte vom Hans Guch in die Luft lesen. Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing. Nach den Dächern Wolken schwalben, schaut er aufwärts allenthalben, wo die eigenen Füße dicht, ja, da sah der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Guch in die Luft. Kam ein Hund daher gerannt, Hänslein blickte unverwandt, in die Luft niemand ruft, Hans, gib Acht, der Hund ist nah. Was geschah? Bautz, perdautz, da liegen zwei, Hund und Hähnchen nebenbei. Einst ging er an Ufers Rand, mit der Mappe in der Hand. Nach dem blauen Himmel hoch sah er, wo die Schwalbe flog. Also, dass er kerzengrad immer mehr zum Flusse trat. Und die Fischlein in der Reihe sind erstaunt sehr, alle drei. Noch ein Schritt und plumps der Hans, stürzt hinab Kopf über ganz. Die drei Fischlein, sehr erschreckt, haben sich sogleich versteckt. Doch zum Glück da kamen zwei Männer aus der Nähe herbei. Und die haben ihn mit Stangen aus dem Wasser aufgefangen. Seht, nun steht er triefend nass. Ei, das ist ein schlechter Spaß. Wasser läuft den armen Wicht aus den Haaren ins Gesicht, aus den Kleidern von den Armen, und es friert ihn zum Erbarmen. Doch die Fischlein alle drei schwimmen hurtig gleich herbei, Strachens Kopflein aus der Flut, Lachen, dass man's hören tut. Lachen fort noch lange Zeit, und die Mappe schwimmt schon weit. Das war wirklich eine gute Geschichte, nein? Aber ich möchte ein bisschen mehr. Vielleicht kann ich eine andere Geschichte lesen. Die Geschichte vom Daumenlutscher. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh aus und du bleibst da. Sei hübsch, ordentlich und fromm, bis nach Haus ich wieder komm. Und vor allem, Konrad, ho, lutsche nicht am Daumen mehr, denn der Schneider mit der Schere kommt sonst ganz geschwind daher und die Daumen schneidet er ab, als ob Papier es wär. Fort geht nun die Mutter und wupp, den Daumen in den Mund.
baut, da geht die Türe auf. Und herein in schnellem Lauf springt der Schneider in der Stub zu dem Daumenlutscherbub. Weh, jetzt geht es klipp und klapp. Mit der Schere die Daumen ab, mit der großen scharfen Schere, hei, da schreit der Konrad sehr. Als die Mutter kommt nach Haus, sieht der Konrad traurig aus. Ohne Daumen steht dort, die sind alle beide fort. Wow. Zwei gute Geschichten. Das ist alles für Geschichtezeit mit Carl Bellmer für heute. Tschüss. Say one, two, three, and four quarters make a dollar. Say one.